Hallo, willkommen zu einem neuen Vlog. Mein Bruder und ich, wir fahren gerade nach Hause und ich habe jetzt hier meinen Laptop auf dem Schoß. Die Hülle ist von Etsy.com. Einfach mal, ich glaube Swarovski Handmade iPhone Case oder iPod, Mac Pro, MacBook Case eingeben, dann kommt es schon. Ja, wir fahren nach Hause. Ich versuche das jetzt im Auto zu schneiden, obwohl das im Auto noch voll laut ist. Er hat zwar Kopfhörer, aber er so Ohrenschmalz-Alarm. ja, und ich schneide das jetzt, damit ich nicht zu Hause machen muss. Der Pulli ist von Jamara Store, falls sie fragt. Werdet ihr bestimmt fragen und dann sehen wir uns zu Hause wieder. Fertig geschnitten. Wieso ist das eigentlich so dunkel? Ich muss mal irgendwas in meiner Kameraeinstellung ändern, weil das Licht gefällt mir gar nicht. Wir sind zu Hause angekommen und wir essen jetzt. Guck mal, was ich filmen darf, wenn Baba in der Nähe ist. Der will auf keinen Fall rein. Glaube ich. Papa, tut mir YouTube? Nein. Der war ein Witz, Mann. Ich will ja was hier. Ha? Schön. Ich habe. Ich habe. Ich habe. Ich habe. Ich Okay, verlass. Bäume verteilen. Oben stehen eure Namen. Ihr geht einfach nur auf dieses kleine Dreieck und trägt ein, wie viele Schläge ihr gebraucht habt. Okay. 6 Versuche hat jeder. Wenn man es da nicht einklopft hat, dann ist es die 7. Wir sind 3D-Spielen jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr das 3D seht. Aber das sieht so echt aus. Mega, gell? Hammer. Das sieht sogar, guck mal, durch die Kamera. Ach so, das ist, weil ich die Brille an habe, sieht man das so. Nein, das ist nur das linke. Das linke. Wir sehen hart bei der Spalte. Guck mal, wir sehen alles voll komisch dabei. Hier. Meine kleine Schwester Lara. Die macht auch gerade. Warte, lass mal filmen. Wow. Warum so stark? Loser! Drei Treffer. Der Raum sieht ja mal heftig aus. Brutal. Achi! Achi! Achi will so ein Zimmer haben jetzt. Ich mach dir eins. Da gibt es einen, der das bestimmt machen kann, oder? Bestimmt. Alter, das sieht so hart aus. Mega. Das sieht man halt, so geil aus. Das sieht man halt durch die Dinge. Aber das sieht sogar ohne 3D gut aus. Scheiße. Ja, ey, lass wir mal. Waren hier. Ist hier irgendwo eine Adresse? Ja, hier. Hier waren wir. Genau. Falls jemand hinkommen will, war sehr lustig. Hat sehr viel Spaß gemacht. So, ihr Lieben, neuer Tag, neues Glück. Lana und ich gehen jetzt zu meinem Wimpernauffülltermin. Beziehungsweise, ich habe ja die Wimpern gemacht, ne? Aber mich juckt der Kleber schon länger ein bisschen. Und das juckt mich voll. Jetzt mal gucken, ob ich so einen Allergikerkleber nehme. Aber, kann man das so nur eine Woche halten oder so, oder mit diesem Kleber? Das ist ein bisschen blöd. Aber sie guckt jetzt mal nach, was man da so machen kann. Und ich nehme euch natürlich mit. So, wir haben die jetzt gemacht. Guck mal, wie schön die aussehen. Lana hat ihre schon lang gemacht heute Mittag. Oh, schön. Oh, schön. Hast du schön gemacht. Also, ich schreibe euch mal alles in die Infobox, wie ihr zu ihr kommen könnt, falls ihr aus dem Umkreis Baden-Baden. Also, die ist jetzt in Bühl. Ne, Bühl ist das jetzt hier. Ja. Wir sind noch in Bühl. Bühl, Aachen, Karlsruhe und so. Und ihr wisst nicht, wohin. Die ist so lieb und das ist so. Also sie fragt immer, ob es okay und Preis-Leistung. Also die wollte jetzt von mir fast kein Geld nehmen, weil sie so, ich habe ja nur ein bisschen aufgefüllt und so. Und normalerweise nimmt sie für Auffüllen 35 Euro. Und das ist echt, da kann man echt gar nichts sagen. Ja, ich bin richtig zufrieden. Gefällt mir ganz gut. Jetzt mal gucken, wie das ist mit dem Jucken, ob das halt mich noch wieder juckt oder ob ich so eine allergische Reaktion halt drauf habe, auf den Kleber immer. Ja, und jetzt gehen wir mal unsere Eltern suchen, die sind irgendwo. Nirgendwo. Das ist
Wir sind mit dem Eiskalt so nach Polen gegangen. Wir dachten, wir können einfach da was trinken. Aber wir kommen hier nicht raus, ohne Eintritt zu bezahlen. 25 Euro, also haben wir noch mehr Essen geholt. Nach einer Stunde. Obwohl wir gerade eine fette Pizza jeder gegessen haben. Und zwar eine ganze. Wieso frustriert der uns? Jeder eine große. Jeder eine große. Und ich habe den in 10 Minuten komplett aufgegessen. Lana, so Respekt. So, ist schon der nächste Tag. Ich habe gestern nicht mehr gefilmt, weil ich hatte so eine allergische Reaktion auf den Kleber, dass ich nicht mehr atmen konnte. Meine Schwester hat mich dann nach Hause gefahren und sie meinte, es ist so, als würde sie eine Schwangere zum Krankenhaus fahren. Weil ich so, ich konnte nicht mehr atmen, hat meine Mutter mir so ein Spray gegeben. Die ist da hinten. Ist der da leicht? Da ist Lana. Da hinten ist noch so eine kleine. Ich habe noch eine Schwester. Voll viele wussten es nicht. Da ist noch eine. Aber die ist zu klein für YouTube. Die zeige ich euch nicht so oft. Ja, wir fahren jetzt in Karlsruhe shoppen. Was sonst? So, wir essen jetzt. Nachdem ich eine Stunde bei Zara angestanden habe. So, wir essen jetzt Nachtisch. So, wie geht's in das Essen? Alle zusammen. Hier ist noch was. Und hier. Mein Bruder hat mir gerade gezeigt, wie man seinen Teller anrichtet, ne? So macht man das. Wir sind jetzt Kartenspielen und Creme Brûlée essen. Und ja. Ich glaube, ich habe da reingeredet. Cool. So, wir haben schon Freitag. Meine Schwester schminkt sich gerade hier unten und guckt gerade Niki. Ach, das sieht man gar nicht hier am Handy. So rum. Hi, Niki! Meine Nase ist immer noch zu. Guck mal bitte, meine Frisur ist der Shit. Das trägt man 2017. Auf jeden Fall, keine Ahnung, dieser Vlog ist, glaube ich, richtig blöd, weil ich immer irgendwie einen Tag anfange und den nicht zu Ende bringe. Oh, ich habe jetzt auf jeden Fall hier mal ein bisschen aufgeräumt. Hier sah es gerade eben aus. Aber jetzt ist es wieder ordentlich und die Ablage ist endlich mal da frei. Und Dino ist draußen, soll ich ihn euch mal zeigen? Guck, der rennt. So, wir gehen jetzt ins City in Baden-Baden. Ich bin eigentlich richtig müde und mir ist hart kalt. Aber was muss, muss, ne? Lana, welche Schuhe ziehst du an? Hehe. Du warst ultra der Rebell. Wir haben unsere Jacken ausgezogen. Und es ist kalt. Hier werden überall Schuhe anprobiert. Da und da hinten und da oben. Mamas Schuhe sind cool. Und diese zwei Oberteile, das Licht ist ein bisschen verfälscht. Lara, ich mal die Tasche kurz. Okay. Das sieht ein bisschen orange aus, aber das ist so ein schönes Peach. Warum sieht denn das so aus? Und das hier ist auch so ein helles Peach. Und die sind voll reduziert. Das hier auf 20 und das hier auf 10. Ja. Jetzt erkennt man es ein bisschen besser. Jo, jetzt. Da erkennt man die Frau. Schukran. Wir sind gerade bei Starbucks rein. Die sehen ja mal lustig aus. Schön, so für Gigi. Ha? So gut. Gigi, Belly. Das ist Lanas. Und hier. So, wir haben uns gerade was, ein paar Hosen gekauft bei Vero Moda. Was heißt denn? Was heißt denn? Lana. Ach, Freitag. Ist dein Ernst? Friday, Saturday, Sunday. Du bist Ingenieur. Ist es falsch? Natürlich stimmt's, aber was heißt ein Frisasu? Das habe ich gar nicht gesagt. Richtige Mama-Style. Richtiger Mama-Style. Richtig. Mama. Das passiert auch immer im H&M. Rigella. Lana kann zaubern. Lana, die Tierchen. So, und das passiert, wenn man diese ganzen Klamotten rumträgt. Aber also wir waren gerade unten. Habt ihr gerade Pokémons gefangen? Ja.
Darf die eigentlich rein? Klar. So ganz kurz. Ja. Guten Morgen. Was für guten Morgen? Deine Stimme klingt aber richtig hart nach guten Morgen. Ja, weil ich nicht rede. Jetzt sind wir zu Hause, wir haben eingekauft und meine Mama macht jetzt Essen. Da. Einfach auftauen, Fritteuse schmeißen. Naja, so einfach ist es jetzt auch nicht. Ja, das Ding ist, ich muss den Vlog schneiden, dann kann ich das Essen aber nicht mehr reinnehmen. Deine Zahn sieht wie abgebrochen aus. Du hast Illuminati-Dreiecken in deinen Zähnen. Machst du? Ja, das ist mir schon mal abgebrochen. Eigentlich hatte ich heute nicht mehr vor, diesen Vlog hochzuladen, aber dann kam diese Voice. Halt, bevor die aufgestanden sind, hat dann halt eine gesagt, ja, morgen ist doch ein schöner Tag. Dann hat die andere so geil, die hat einfach gesagt, morgen ist echt ein schöner Tag, morgen muss Tara ein Video hochladen. Und ich schaue so ein bisschen. Dann sagt die andere so, richtig korrekt, die so, ey, die muss nichts, alles ist freiwillig. Ja, habe ich diese Voice bekommen, dann dachte ich so, irgendjemand wartet auf mein Video und deswegen muss es online gehen. Wir waren ja gerade im Einkaufszentrum und da habe ich halt Fotos gemacht mit ein paar Mädels, die halt gefragt haben. Und dann bin ich in den Aufzug reingegangen und dann ging die Tür gerade so zu und dann kamen halt noch mehr Zuschauer. Und dann hat die eine gesagt, Tara, und dann ist der aber hoch. Und dann bin ich halt wieder runter und dann habe ich meine Schwester mitgenommen, haben wir die im Mediamarkt gesucht. Bin ich halt zu denen hingegangen und dann meinte ich so, wolltet ihr gerade ein Foto oder habt ihr mich gerade gerufen? Da meinte sie, meinten alle so, mm-mm. Ja, yep, das war der Peinlichkeitsfaktor des ganzen Jahres, hat's echt. Und die anderen war da noch so eine ganz kleine dabei, die so, du bist YouTuberin, darf ich ein Foto mit dir machen? Und ich so, ja klar. Und dann kamen die anderen, die haben sich irgendwie voll geschämt. Also eine von denen, die war hart süß. Die hat sich die ganze Zeit bei den anderen so versteckt. Also, ich bin voll nett, so. Ich bin voll nett. Also ich tue ich wirklich gar nichts. Ihr könnt immer zu mir kommen und wenn ich nicht rede, habe ich immer so einen strengen Blick, so. Und dann denken andere so, die spreche ich mal jetzt lieber nicht an. Aber bitte einfach sagen, hey Tara, was geht? Können wir ein Foto machen? Oder hey, wie geht's? Oder wie? Dann können wir einfach so miteinander reden, ne? Auf jeden Fall wünschen Lana und ich euch jetzt ein neues Jahr. Das haben wir gerade schon gesagt. Genau. Und dann sagen wir euch, frohes neues Jahr! Wer bis jetzt dran geblieben ist, schreibt bitte rot in die Kommentare. Rot? Ja, seine Lieblingsfarbe in die Kommentare. Das haben die aber auch gehört. Wo bist du da? Ja, und jetzt beende ich mal diesen Vlog und wünsche euch nochmal ein frohes neues Jahr. Und dann sehen wir uns im neuen Jahr wieder, und zwar am Sonntag zu einem Tauschpaket-Video mit Mrs. Mella. Ich freue mich und das Tauschpaket verlosen wir. Also schaut unbedingt rein und bis dahin ein wundervolles Wochenende. Bleibt gesund und ja, tschüss.